Dieses Video soll euch in kurzer Zeit einen Überblick zur Abschreibung auf Sachanlagen geben. Nehmen wir an, ein Unternehmen kauft einen PKW und nutzt diesen 5 Jahre. Woher könnte das Unternehmen 2022 das Geld für einen neuen PKW nehmen? Hä? Angenommen, das Unternehmen beschafft am 2. Januar 2017 einen PKW über 60.000 Euro. Auf dem Konto Fuhrpark verbuchen wir auf der Sollseite eine Mehrung von 60.000 Euro. Der Buchungssatz heißt demnach Fuhrpark an Bank, da der PKW bar bezahlt wird. Am Ende des Jahres taucht der Anschaffungswert des PKWs in der Schlussbilanz auf. Ohne Abschreibungen von Sachanlagen würde in den Folgejahren der Anschaffungswert des PKWs bestehen bleiben. Dies ist jedoch nicht realitätsnah, weil der PKW an Wert verliert. Die AFA-Tabelle, auch genannt Abschreibung für Abnutzung, beinhaltet die festgelegten Abschreibungssätze nach dem Steuerrecht. Gemäß der Tabelle wird ein PKW erfahrungsgemäß 5 oder 6 Jahre lang genutzt. Hier seht ihr eine Auswahl einiger Nutzungsdauern und Abschreibungssätze für diverse Anlagegüter. Unten rechts ist der PKW mit 5 bzw. 6 Jahren und einem linearen AFA-Satz von 17% bzw. 20% zu sehen. Aber woher kommen die Werte? Durch Regen, Schnee und Eis sowie Witterung nutzen zum Beispiel Reifen schneller ab. Auch durch Verschleiß verlieren zum Beispiel Fahrzeuge ihren Wert. Und auch technischer Fortschritt führt zur Wertminderung von Anlagegütern. Denken wir dabei zum Beispiel an die Einführung eines neuen Smartphones mit neuen Funktionen, dann verlieren die Vorgängermodelle rasant an Wert. Die Erfassung von Abschreibungen ist im § 7 des Einkommensteuergesetzes festgelegt. Abschreibung kann als staatliche Wirtschaftspolitik genutzt werden, indem sie Sonderabschreibungen zulassen oder die Inhalte der AFA-Tabelle angepasst werden. Dies führt zur Stärkung des Eigenkapitals und zur erhöhten Finanzierungskraft des Unternehmens. Neu ist, dass Abschreibungen als Aufwand 5 Jahre lang verbucht werden. Der Abschreibungsbetrag wird errechnet, indem der Anschaffungswert durch die Nutzungsdauer aus der AFA-Tabelle dividiert wird. Der Abschreibungssatz errechnet sich durch das Dividieren von 100% durch die Nutzungsdauer aus der AFA-Tabelle. Die Buchung der Abschreibung erfolgt wie folgt. Über das Konto Abschreibungen für Sachanlagen wird der Abschreibungsbetrag im Soll verbucht, da es einen Aufwand für das Unternehmen darstellt. Im Gegenzug wird auf dem Konto Fuhrpark die Abschreibung auf der Habenseite verbucht. Somit wird der Wert des PKWs durch die Abschreibung gemindert. Da das Abschreibungskonto ein Erfolgskonto ist, wird dies über das G&V-Konto abgeschlossen. Schließt man wiederum das G&V-Konto über das Eigenkapitalkonto ab, so sieht man, dass der Gewinn vermindert wird. Welche Vorteile bietet die Abschreibung nun für das Unternehmen? Wenn der Gewinn des Unternehmens verringert wird, müssen auch weniger Steuern an das Finanzamt abgeführt werden. Nun versuchen wir die Frage zu klären, woher das Unternehmen im Jahr 2022 das Geld für einen neuen PKW nehmen könnte. Der Abschreibungsbetrag wird an den Kunden weitergegeben, indem dieser in den Verkaufspreis einkalkuliert wird. Aus diesem Grund nennt man die Abschreibung auch Selbstfinanzierung von Anlagevermögen. Zum Zeitpunkt der Anschaffung hat der PKW einen Wert von 60.000 Euro. Der durch 12.000 Euro jährlichen Abschreibungsbetrag bereits im ersten Jahr gemindert wird. Somit ergibt sich ein Restwert von 48.000 Euro, der wiederum um 12.000 Euro Abschreibungsbetrag gemindert wird. Dies erfolgt auch für die Jahre 2019, 2020 und 2021. 2022 ergibt sich theoretisch ein Restwert von 0 Euro. In der Praxis wird jedoch ein Erinnerungswert von 1 Euro ausgewiesen, um den PKW zum Beispiel für die Inventur nicht zu vergessen. Alles klar? Wenn nicht, ist das nicht schlimm. Wir werden uns jetzt gemeinsam darum kümmern.